Moin, da sind wir wieder zurück bei die Zwerge. Wir hatten eben den Kampf gegen die Orks bestritten, also dreimal. Tumdil hat ein Level abgekriegt. Boindil haben gut XP dazu gekriegt, das ist schon mal gut. Und dann geht es jetzt auch weiter. Ha, cool. Könntest du ja was aussuchen. Ach, das ist für dieser seitliche Schwinger. Nee, ich finde, so ein Massenangriff wäre nicht schlecht für Turmdil, damit er sich die Penner mal vom Hals halten kann. Machen wir mal das. Sehr schön. Und weiter geht's. Du fandest. Aha, wir haben nebenbei auch noch geplündert. 23 Vorräte. Kleines Stärke-Elixier. Der Held macht für einige Zeit ein bisschen mehr Schaden. Oh, ein bisschen Gold. Gold ist immer gut. Und bei erfolgreichem Angriff 10% Chance, 10% Lebenspunkte zu regenerieren. Das ist auf jeden Fall geil. Heißt so circa alle 10 Angriffe 10 Leben dazu. 10%. Aha. So. Hier. Orkhorde. Gasthaus. Orkhorde. Orkhorde. 9. Guten Auen. Ich würde denen ja gerne helfen. Reiterei des Königs. Turmweiler. Aber ich muss sagen, ich habe keinen Bock, dass wir da richtig auf die Fresse kriegen. Ich glaube nämlich nicht, dass diese so einfach so von Pappe sind. Außerdem haben sie mich nicht bezahlt, die Penner. Die können mich mal. So, weiter geht's. Was haben die Zahlen zu bedeuten? Schwierigkeitsgrad? Pennen beim Gasthaus und dann gucken wir mal. Ihr kommt an eine Kreuzung mit einem Gasthaus, durch dessen Fenster ein warmer Lichtschein dringt und die umliegende Straße erhellt. Vor dem Eingang steht eine Steinskulptur eines Schafs und über der Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift Zum steinernen Schaf. Bleibe stehen und beobachte die Umgebung. Betritt das Gasthaus. Entschlossenen Schrittes betrittst du das Gasthaus und wirst direkt von einer Wand aus Pfeifenrauch begrüßt. Das gute Dutzend Gäste an den Tischen dreht sich zu euch um und wirft einander anschließend erstaunte und leicht besorgte Blicke zu. Nee, wir setzen uns erstmal an den Tisch und dann können wir uns die Gegner, sag ich schon, die Gäste angucken. Mit den Zwillingen im Schlepptau gehst du zum nächsten freien Tisch und ihr setzt euch. Der Wirt kommt hinter der Bar hervor. Von einem der Tische hörst du missmutiges Gemurmel. Ich frag mich, was Unterirdische ausgerechnet jetzt bei uns wollen. Zeigt mir, was ihr im Angebot habt. Oh. Kleiner Rüstungstrank. Das hat etwas weniger Schaden. Oh, den auf jeden Fall. Ja, nehmen wir. Ticken. Ach so. Hä? Hä? Jetzt bin ich. Aha. Ach, das ist, wie viel wir ausgeben würden. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie funktioniert der Zähler nicht richtig. Ein weniger? Oder doch? Funktioniert er doch richtig? Ja, doch. So viel bezahlen wir dafür. Das ist die Menge, die er generell hat. Aha. Ja. Kaufen wir mal 30 dazu, damit sollten wir erstmal ein bisschen über die Runden kommen.
Reisen so lange vorhanden, aha. Okay. Ja. Bestätigen und weiter. Du wendest dich dem Gast zu, der etwas über Unterirdische gemurmelt hat. Warum ist es merkwürdig, dass wir hier sind? Der Mann schaut kurz auf, blickt dann aber wieder in seinen Bierkrug, aus dem er heute Abend schon mehr als genug getrunken hat, und murmelt undeutlich. Spiel nicht den Unwissenden. Die Orks ziehen durch unsere Länder, und wessen Schuld ist das? Ihr habt sie reingelassen. Ich war nicht am steinernen Torweg und weiß nicht, was passiert ist. Aber in einem kannst du dir sicher sein. Niemals würden Zwerge und Orks gemeinsame Sache machen. Wir töten sie, wo wir auf sie treffen. So wahr ich Boindil Zweiklinge heiße. Der Gast und seine Tischnachbarn zucken erschrocken zusammen. Sie murmeln eine Entschuldigung und konzentrieren sich auf die Biere vor ihnen. Sehr schön. Ach, spiel lieber mal eine Runde für alle. Du stehst auf und wendest dich den Gästen zu. Eine Runde für alle! Sofort hellen sich die Züge der Gäste und des Wirts sichtbar auf. Der Wirt macht sich geschäftig daran, für jeden ein Bier zu zapfen und die Krüge zu verteilen. Einige der Gäste prosten dir zu, als sie ihr Bier bekommen. Sind zwei Reisende hier vorbeigekommen? Einer von ihnen war ein Famulus, der andere ein Söldner. Der Wirt schüttelt unbeteiligt den Kopf und murmelt etwas Unverständliches. Einer der Gäste schickt sich an, etwas zu sagen, doch er schweigt, als sein Tischnachbar ihn in die Seite stupst und kaum wahrnehmbar den Kopf schüttelt. Nun sagt schon, was ist hier vorgefallen? Wir sind doch unter Freunden. Der Gast, der bereits vorher etwas sagen wollte, schaut zu seinem Tischnachbarn und als dieser nickt, fängt er an zu reden. Zwei Reisende haben hier übernachtet. Einer hatte eine Robe an, der andere war ein Söldner. Am nächsten Tag sind sie hastig aufgebrochen. Meinten, ein Alp hätte sie angegriffen. Einer der anderen Gäste meldet sich auch zu Wort. Es hat wirklich in der Nacht gerumpelt, als hätte es einen Kampf gegeben. Sie haben Gold für die Umstände hier gelassen. Ich dachte, sie meinten den Lärm, aber dann habe ich das kaputte Fenster bemerkt. Der Wirt seufzt. Ach, erzähl bitte keinem davon. Wer will schon in einem Gasthaus übernachten, in dem Albe gesehen wurden? Wir suchen ein Zimmer für die Nacht. Wir sind müde und sehnen uns nach einem richtigen Bett. Ihr verbringt eine erholsame Nacht im Gasthaus und macht euch dann wieder auf den Weg. So, weiter geht's. Vorräte, genau. Wir sind jetzt zu dritt, das heißt, wir fressen auch drei Vorräte. Hast du seit 13 Tagen mich schon unterwegs? Auf den Weiden vor der Stadt sowie in den Befestigungsgräben liegen tote Orks. Einige Bewohner sind dabei, die Leichen auf Scheiterhaufen zu werfen und die leichten Schäden an der Stadtmauer zu reparieren. Betritt den Turm weiter. Ihr betretet die Stadt und die Garnison in ihrer Mitte, ohne dass ihr angesprochen werdet. Erst vor einer schweren Eichentür, die, wie ihr vermutet, ins Büro des Kommandanten führt, werdet ihr von einer Wache aufgehalten. Zwerge? Uns bleibt dieser Tage anscheinend nichts erspart. Was wollt ihr? Auch mit den Orks. Es sieht aus, als habt ihr ein Ork-Problem. Hatten. Unsere Speer haben die Armee früh bemerkt und wir konnten sie ohne große Verluste zurückschlagen. So eine kleine Ork-Armee kann unsere mächtigen Mauern nicht überwinden. Eure mächtigen Mauern sehen aus, als würden sie bald von alleine umfallen. Der Soldat lässt sich von Boindil nicht einschüchtern. Selbstbewusst reckt er sein Kinn nach vorn. Immerhin haben sie die Orks aufgehalten. Anders als eure Zwergenmauern im Norden. Das ist nicht mein Korb. Ich wusste nicht, dass Turmweiler so groß ist. Beeindruckender Ort. Wir haben ertragreiche Weiden. Das hat die Stadt in den letzten Jahren ordentlich vorangebracht. Zu Zeiten meiner Großeltern war Turmweiler nicht mehr als der Turmhügel mit ein paar Häusern drumherum. Heute haben wir einen Markt, einen Tempel und im Turm sind natürlich nach wie vor die königlichen Meldeboten stationiert, die auch die eine oder andere Münze in der Stadt lassen. Ja. Ich möchte eine Brieftaube zu Lord Ionan schicken. Ihr sagtet, es gebe hier Meldeboten. Ich möchte eine Brieftaube zu Lord Ionan in Ionan da schicken.
Lord Ionan in Ionanda? Kein Problem. Das kostet 90 Goldstücke. Wenn die Brieftaube meine Nachricht sicher zu Lord Ionan bringt, wäre es mir das Gold wert. Dann lasse ich nach einem Schreiber schicken. Du kannst ihm deine Nachricht diktieren und... Danke, aber ich kann schreiben. Papier und Tinte reichen völlig. Die Wache nickt. Du nimmst es ihm nicht übel, dass er dich für ungebildet hält. Nur die wenigsten einfachen Menschen beherrschen die Kunst des Schreibens. Nachdem du die Schreibutensilien bekommen hast, schreibst du in knappen Worten nieder, was sich beim Treffen der Albä und Orms zugetragen hat. So, ja, was habe ich mit dem Kommandanten zu tun? Egal. Obwohl, ich kann ihm das auch mitteilen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich muss mit eurem Kommandanten sprechen. Kommandant Valora hat keine Zeit. Er ist immer noch mit den Folgen des Ork-Angriffs beschäftigt. Ja, nehmen wir das. Ich habe Informationen über die Orks, die den Kommandanten sicher interessieren werden. Kommandant Valora beschäftigt sich mit den Orks und ich habe Informationen dazu. Ich habe ein Treffen der Orkfürsten beobachtet. Die Wache mustert dich interessiert und versucht abzuschätzen, ob sie deinen Worten trauen kann. Schließlich erhebt sie sich, öffnet eine Tür und betritt den Raum vor dir. Der Kommandant schaut von seiner Arbeit auf. Die Wache wiederholt, was du ihr gesagt hast. Eure Informationen über die Orks könnten nützlich sein. Wir haben sie zurückgeschlagen, aber noch nicht vernichtet. Kommt herein. Der Kommandant lauscht aufmerksam und stellt einige Zwischenfragen, als du von den drei Ork-Armeen und dem Treffen der Häuptlinge mit dem Alp Sintoras berichtest. Das klingt übel. Ich werde Boten aussenden. Wir müssen vorbereitet sein. Der sieht so ein bisschen aus wie Jesus. So, mit den langen Haaren und dem Bart. Naja. Die Ork-Armee, die euch angegriffen hat, konnte fliehen. Das, was von ihnen übrig geblieben ist. Sie sind Richtung Süden gezogen. Solange wir die Schäden an den Mauern beheben müssen, kann ich leider niemanden hinterher schicken. Der Kommandant schaut euch mit missmutigem Gesicht an. Plötzlich scheint ihm klar zu werden, wer da vor ihm steht. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr versuchen, die geflohene Rotte zu vernichten und ein Kopfgeld kassieren. Meine Schnauzen umbringen und dafür Gold kassieren? Wo ist der Haken? Du grinst Boindil an, wendest dich dann wieder an den Kommandanten. Wir werden schauen, was wir tun können. Wir müssen weiter. Guten Tag, Herr Kommandant. Tötet so viele Orks, wie ihr könnt, werte Zwerge. Palandiel sei mit euch. Cool. Ach so. Was ist? Du siehst ein Lager mit einem Wagen und zwei Menschen am Wegesrand. Hinter ihnen ragt, etwa eine halbe Tagesreise entfernt, das Schwarzjoch hoch über einem dichten, dunklen Wald empor. Gehe zu den Menschen und spreche mit ihnen. Ja. Du möchtest nicht, dass sich die Menschen vor euch erschrecken. Deswegen sprichst du sie an, als ihr noch viele Meter entfernt seid. Hallo, Freunde. Ist da noch Platz am Feuer? Die beiden Händler schauen auf und zucken sichtbar zusammen, als sie die drei Zwerge erblicken. Ah, hallo. Ja, natürlich. Dir entgeht nicht, dass ihr den Händlern Unbehagen zu bereiten scheint. Doch du gehst auf ihr Angebot ein und setzt dich. Die Zwillinge folgen deinem Beispiel. Wir sind nur Reisende. Wir suchen jemanden, der hier am Schwarzjoch leben soll. Einen Einsiedler. Jemand soll hier leben? Die Händler wechseln einen verblüfften Blick miteinander. Wer hier lebt, muss verrückt sein. Normalerweise würden wir hier nicht mal rasten, aber die Pferde sind zu erschöpft. Wir sind erst mit Verspätung aus Porista abgereist und haben sie wohl zu hart getrieben. Wieso bereitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Warum bereitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Es sieht nicht gerade einladend aus, aber es ist nur ein Berg. Nur ein Berg? Du kennst die Legende nicht? Der Händler schaut dich und die Zwillinge fragend an, doch ihr schüttelt alle den Kopf. Das Schwarzjoch war einst als Wolkenberg bekannt und ragte bis in den Himmel. Die obersten Hänge aus purem Gold und der Gipfel von Schnee bedeckt. Die Menschen wollten an diesen Reichtum gelangen, doch durch die glatten Hänge und den blendenden Gipfel war der Aufstieg unmöglich. Sie riefen die Zwerge zu Hilfe. Ihnen gelang es, sich durch den Wolkenberg nach oben zu graben. Sie hüllten ihn aus und trugen das Gold ab. Die Menschen verlangten, den Schatz zu teilen, doch die Zwerge weigerten sich. Und als sie stritten, erbebte der Berg. Die Löcher in seinem Inneren waren zu zahlreich, sodass er einbrach und die Gierigen unter sich begrub. So verlor der Berg seine Größe und Schönheit und verfolgt seitdem Menschen und Zwerge mit seinem siechenden Hass, durch den mit der Zeit der Fels selbst schwarz wurde. Ha, nie davon gehört.
klingt nach Menschengeschwätz. Zwerge würden einen Berg nie so aushöhlen, dass er einstürzt. Hm. Kommt aus Porista. Ihr kommt aus Porista? Wie ist die Lage dort? Alles beim Alten, würde ich sagen. Naja, abgesehen vom Wissbegierigen. Du kennst Nudin, den Wissbegierigen. Lord Ionan hat ihn dir vor vielen Jahren einmal während eines Besuchs vorgestellt. Was ist mit ihm? Ach, nichts weiter. Nur Gerüchte. Du nickst dem Händler knapp zu, dass er fortfahren soll. Er verhält sich merkwürdig und verschwindet tagelang in seinem Turm. Und er soll krank aussehen, meinte ein Bekannter von mir. Vielleicht ist ihm ein Zauber misslungen. Ach, das war der komische Typ. Zeigt mir, was ihr im Angebot habt. Ja, Heiltränke kaufe ich so viele, wie ich nehmen kann. Das ist mir auf jeden Fall jeden Cent wert. So, Vorräte haben wir noch. Die Fakten haben wir auch. Bestätigen und weiter. Zeit, ein Nachtlager aufzufangen. Als ihr später in der Nacht nach einer gemeinsamen Mahlzeit und einigen freundlichen Gesprächen am Lagerfeuer beschließt, euch schlafen zu legen, übernimmst du die erste Wache. Es ist eine Nacht ohne besondere Ereignisse und am nächsten Morgen brechen die Händler bereits früh auf. Nach einem Frühstück macht auch ihr euch wieder auf den Weg. Okay. Gehen wir erstmal zum Schwarzjoch. Nach einem Marsch durch den dichten Nadelwald erhebt sich das Schwarzjoch, der unheimliche Tafelberg und das Ziel eurer Reise vor euch in die Höhe. Aus nächster Nähe wird dir die beeindruckende Größe des Bergs bewusst, selbst ohne typischen Gipfel. Und ein Ladescreen. Ganz schön neblig. Bist du dir sicher, dass dieser Famulus hier wohnt? Laut Lord Ionan, ja. Obwohl du dich bemühst, viel Zuversicht in deine Stimme zu legen, siehst auch du keinerlei Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Keine Burg, keine Tunnel, kein Lager. Hier ist nichts außer dem Berg. Man müsste sich eben genau umsehen. Tu das, Gelehrter. Wir werden so lange hier warten. Du willst protestieren, doch letztlich wäre jedes weitere Wort Verschwendung. Jut, jut. Sollen sie mal machen. Ich will jetzt mit denen quatschen. Was jetzt? Ganz schön neblig hier. Okay. Schon was gefunden? Nein, bisher nicht. Oh, Maul. Ja. Auch keine Spur von Goren. Wenn er hier ist, dann muss es sowas wie eine Höhle und Berg geben. Oh. Wollte ich nicht weiterklicken. Betrachte den Riss. Ist da drüben? Betrachte den Baum. Hier komme ich nur ein Stück nach oben. Es muss einen besseren Weg geben. Okay, dann nehmen wir den Baum. Ein alter Baum. Sieht aus, als wenn er jeden Moment umstürzen würde. Ja, dann kletter doch hoch. Ich kletter immer auf Bäume, die fast umfallen. Achso, er fällt ihn. Aha. Das ist natürlich clever. Mhm. Zu steil, da kann ich mich nirgends festhalten. Dann gehen wir doch da lang. Hier sollte ich hochkommen. Das war knapp. Tja, der Berg mag wohl keine Zwerge. Hoffentlich lohnt sich das alles. Hätte man mal auf den Händler gehört, wa? Hier ist ein... Nein, doch nicht. Okay, dann halt nicht. So, gucken wir mal da drüben. Hier ist etwas eingraviert. Überrascht stellst du fest, dass es sich um Runen in der Zwergensprache handelt. Mhm.
erbaut mit dem Blut unserer Feinde. Sei unnachgiebig wie der Fels und tränke das Land in ihrem Blut. Cool. Eine Höhle. Ja, Rinder, ne? Eine Verletzung habe ich aber so noch nicht mitgekriegt. Oder sind das einfach die Abschnitte von den Lebensbalken? Hallo? Hallo. Meister Goren? Lord Ionan schickt mich, um Ihnen einige Gegenstände zurückzubringen. Meine Nachforschungen sind praktisch beendet. Das bedeutet, ich kann jetzt endlich zu meinem Sonnenschein ziehen. Ich war zwar noch nicht in Grünhain, aber ich glaube, es wird mir dort gefallen. Ich habe vor meiner Abreise meine wertvollsten Besitztümer im Grab des Horengard deponiert. Das magisch gesichert, das Passwort ist... Die folgenden Wörter erkennst du als Runennamen, aber sie sind in der Gelehrtensprache geschrieben. Daher weißt du nicht, um welche es sich handelt. Grünhain. Na toll. Praktisch eine ewig brennende Flamme. Ich kann mir denken, wem das beigebracht hat. Toll. Achso, ich nehme sie noch weiter mit. Sehr schön. Okay, ist da? Ist da jemand? Hallo. Es sieht aus, als hätte Goren eine Zeit lang in der Festung gelebt. Er scheint diese jedoch bereits vor einigen Mondumläufen verlassen zu haben. Etwas Proviant. Es ist kein Stehlen. Es wäre nur schade, wenn die Vorräte verderbt würden. Sehe ich auch so. Zack. Was man hat, hat man. Wie man hier erstmal richtig Licht in der Hütte. Suche die Waffen. Eine Reihe von Waffen, die alle offensichtlich zwergischen Ursprungs sind. Die Spinnweben und Roststellen deuten darauf hin, dass sie schon sehr lange hier stehen. Vielleicht Jahrhunderte. Du hast Schwierigkeiten, die Schmierereien zu entziffern. Schmeiß die ersten in die Esse, schlag die zweiten zu Brei, die vierten sind... Der Rest ist unleserlich. Dum, dum, dum. Da gehen wir gleich hoch. Jetzt machen wir hier auch nochmal Licht. Entzünde die Feuerschale. Jetzt können wir das bestimmt lesen. Sehr schön. Die dritten. Die Festung gehört. Sie gehört den Zwergenhasern. Licht in die Dunkelheit. Die Zwerge Lorimburs sind nicht nur so unbeugsam wie ein Berg, sondern auch so zerstörerisch wie eine Lawine und werden genauso unbarmherzig über die niederen Stämme herfallen. Die vier sollen keine Erlösung bei Vrakas finden, sondern ewige Verdammnis, sodass sie zwischen den Welten unbeschreibliche Qualen leiden. Du hast von den Zwergen Hassan gehört, doch es ist das erste Mal, dass du ihre hasserfüllten Texte liest. Dir wird übel. Und du wendest den Blick ab. Oh. Also wir wenden den Blick ab. Okay. Das ist eine Treppe. Was ist das? Es scheint selbst die Dritten verehren, Vrakas. Aber bei jedem anderen Stamm wäre sein Schrein der größte, nicht die Statue des Stammvaters. Ein paar Goldmünzen liegen in der Schale vor dem Schrein. Nein, wir opfern ihm ein bisschen Gold. Kann nicht schaden. Wir klauen nicht. Also nicht aus Opfergaben. Nicht an unser Gott. Lorimbur, der Stammvater der Dritten.
In vielen Aufzeichnungen über die 5 Zwergenstämme wird über die dritten nur spärlich berichtet. Und wenn, dann nur mit Abscheu. Sie werden Verräter genannt. Oder Schlimmeres. Oder Schlimmeres. So, wir haben fast alles. Oh, hier ist, ja. Geboren aus dem Stein, geschmiedet im Kampf. Erhebe dich neu geboren aus dem Blut der Feinde. Du bist dir nicht sicher, ob du wirklich wissen möchtest, womit dieses Becken einst gefüllt war. Der ganze Ort erweckt den Eindruck, als sollte sich ein anständiger Zwerg hier nicht aufhalten. Oh, eine magische Markierung. Vermutlich von Goreen. Ein Sarkophag. Vielleicht lässt er sich öffnen. Okay, probier erstmal das Rätsel zu knacken. Okay, dann geht die erste wieder aus. Die zweite auch. Ach, was mache ich denn? Kann ich mir vielleicht die Nachricht angucken? Wäre natürlich ganz hilfreich. Questlog öffnen. Ablenkung Süden, Noduna Zweifache, Rucksack des Famulus. Inventar. Auch keine Notizen. Okay, dann weiter. Also. Gräber, wer hier wohl. Ja, da wo liegt. Ich muss mich jetzt wegklicken angewöhnen. Dann probier das immer das hier. Cool, bleiben beide an. Nee. Okay, dann wieder hier. Dann hier. Dann würde ich mal das hier sagen. Bleib an, cool. Und die letzte. Geil. Ha. Ha, das war's. Sehr schön. Das Klauen. Gorens wertvollste Besitztümer. Die Briefe seiner Geliebten. Ein Seidenschal, der wohl ihr gehört. Und ein Medaillon. Ja, das Medaillon mit. So ein bisschen Kohlen hätte er auch reinpacken können. Hm. Für die Mühen. Gewährt im Kampf einen zusätzlichen Aktionspunkt alle 5 Sekunden. Oh, geil. Das ist die geheime Festung. Das haben wir. Aber hier war doch noch irgendwas genau da oben. Ach ja. Was? So, jetzt aber. Definitiv eine Felswand. Ui. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Achso, da. Da kommen wir runter. Wir müssen wieder ein bisschen auf unser Geld aufpassen. Wir haben zwar gut was dazu gekriegt, aber wir haben auch schon wieder gut was ausgegeben. Da haben wir noch ein Fragezeichen. Ob wir da hinkommen. Selbst der dunkle Nadelwald scheint Angst vor dem schwarzen Berg zu haben. Okay. Und wieder zurück. Und Gelehrter, was haben deine Nachforschungen ergeben? Es gibt eine verlassene Festung im Berg und ich glaube, sie gehörte den Dritten. Boendils Augen verengen sich. Den verdammten Zwergentötern? Eine Festung der Dritten? Hier? Mitten im geborgenen Land? Wir müssen Großkönig Gundrabo darüber informieren. Die Festung ist schon lange verlassen, wie es scheint. Außerdem kann ich nicht nach Ogatod, bis ich meinen Auftrag erfüllt habe. Goreen ist in Grünhain. Hm.
Eine Festung der Dritten, hier im Herzen des geborgenen Landes. Das ist bemerkenswert, oder? Und beunruhigend. Aber sie waren schon immer verschlagen. Sie agieren in den Schatten und töten auch dort, wenn es ihnen gelingt. Du kennst ihre Geschichte? Ich habe davon gelesen. Lorimbur, ihr Stammvater, hat den Namen, den Vrakas ihm gegeben hat, abgelehnt und somit keine handwerkliche Gabe von ihm erhalten. Also studiert sein Stamm den Krieg. Das hilft ihnen, den Osten zu verteidigen. Aber es brachte sie auch dazu, sich gegen die anderen Stämme zu stellen. Kein Zwerg würde auch nur auf den Gedanken kommen, seinesgleichen zu verletzen oder gar zu töten. Doch die Zwergentöter sind stolz darauf. Als sie noch mächtig waren, wollten sie sich zu den Herrschern der Zwerge machen. Sie beneiden uns um unser Können. Man hat lange nichts mehr von ihnen gehört, aber du kannst dir sicher sein, dass es keinen Zwerg gibt, der sie nicht hasst. Okay, was will der Großkönig wirklich von mir? Der Großkönig? Warum wollt ihr mich unbedingt zu ihm bringen? Also gut. Es geht um die Wahl des neuen Großkönigs. Gandogar, der König der Vierten, ist mit seinem Gefolge in Ogatod und soll den Thron besteigen. Aber unser amtierender Großkönig Gundrabur will das verhindern. Er befürchtet, Gandogar will einen Krieg gegen die Elben anzetteln. Was habe ich damit zu tun? Wie könnte ich Gandogar aufhalten? Aber was habe ich damit zu tun? Boindil will etwas sagen, wird aber mit einem Stoß in die Seite von seinem Bruder zum Schweigen gebracht. Großkönig Gundrabur wird dir alles erklären, wenn es soweit ist. Du blickst misstrauisch von einem Zwilling zum anderen. Boindil hat eine Unschuldsmiene aufgesetzt und Boindal macht nicht den Eindruck, als wolle er auch nur ein weiteres Wort zu der Angelegenheit verlieren. Ja, warum will Gandogar die Elben angreifen? Was hat dieser König Gandogar gegen die Elben? Zwerge und Elben können sich nicht leiden. Das ist einfach so. Vrakas und Sitalia haben unsere Völker so geschaffen. Das weiß ich. Aber deswegen einen Krieg führen? Nach all der Zeit? Es muss mehr dahinter stecken. Es heißt, der König der Vierten sei hasserfüllt und in dieser Angelegenheit ein Hitzkopf. Wie auch immer. Euer Großkönig muss warten. Ich habe einen Auftrag in Grünhain zu erfüllen. Aber unser Auftrag ist... Boindil hebt beschwichtigend die Hand und wirft sich bereits den Rucksack auf den Rücken. Lass gut sein, Bruder Herz. Sieh ihn dir an. Er hat seinen Entschluss gefasst und du wirst diesen Zwergen Dickkopf nicht umstimmen. Du kannst dir ein Grinsen nicht verkneifen. Ah, 1-4 kann ich schnell durchtappen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und ein Ladescreen. Ah, cool. Boindal hat ein Level-Up. Kann ich das jetzt auch? Achso, da oben ist der Grünhain, alles klar. Ich will mal gucken, was jetzt hier mit der Ork-Horde passiert. Das interessiert mich jetzt. Ihr nähert euch Kalkbach durch seine ausgedehnten Felder, als ihr Rauch aufsteigen seht. Wenig später dringen Kampfschreie an eure Ohren und schließlich könnt ihr den Talg auf den Rüstungen der Orks riechen. Kalkbach befindet sich im Kampf. Greift die Orks an, um Kalkbach zu verteidigen. Machen wir mal. Bisschen Action! Ah, ich kann einen Gegenstand wählen. Sehr schön. Ach so, jeder kann einen wählen. Das ist cool. Ja, Boindil oder Boindal. So, das ist passiv. Kann bei Schaden erwachen. Boindil macht in kurzer Zeit viel Schaden, kann dafür aber nicht mehr gestattet werden. Ach so. Alles klar. Ja, kriegt er hier den. Zack. Ja, das sollte so passen.
Ne, mach das andersrum. So und so. Und starten wir mal den Schnell, Kampf. Wir müssen den Leuten helfen! Zack, pausieren. Rette Bewohner, okay. Ich kriege ja auch Schaden, ich wette drum. Machen wir erstmal auf die beiden drauf. Was ist? So. Zack. Wohin Deal? Ja, zack, einen Sprungangriff. Mhm. Den. Was denn? Komm her, du! So. Ja? Ach so, verdammt, ich stand zu weit weg. Zack. Für Wrakas! Angriff! Zack, nochmal. Zack. Den. Schluss damit! Hm? Jetzt nochmal den hier. Hier kommt dein Ende. Sehr gerne. Hat sich ja kaum gewehrt. Oh. Ah, okay, ich treffe also auch die Verbündeten. Schade. Und jetzt? Aber klar. Hier. Wir retten jetzt einfach die Dame. Tun die hier vorne. Was denn? Das ist ein Grinch. Den kriegen wir aber selber fertig. Das sieht auch hinaus hier. Komm her, in der Mitte. Was ist? Die haben wir. Hm? Nein. Hm? Zu dritt, die Alte habe ich befreit. Der ist tot, der auch. Dann auf den. Oh, das ist echt für dich. Bringt euch in Sicherheit. Wir kommen zu euch, sobald wir die anderen Bewohner gerettet haben. Okay, zack. Ja? Für Wrakas. Der ging einmal voll in die Hose. Plunder. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Was denn? Was ist? Gut. Hier kommt ein Ende. Zu einfach. Zack. In Ordnung. Oder? Haben wir da hinten noch welche? So. So gut wie erledigt. Achso, er ist in seiner Raserei. Das ist dann auch das Rote, alles klar. Auf den Weg. Angriff. Wo ist der Nächste? Für Wrakas. Nein, einer weniger. Was denn? Oh. Ingrimsch. Hm? Ah, hier, gut. Ja! Sehr gerne! Wo ist der Nächste? War genug gerettet. Das war's! Sie fliehen! Das glaube ich nicht! Sie sammeln nur ihre Truppen! Das sollten wir auch tun. Kommt! Okay. Wir danken euch. Ihr habt uns gerettet. Noch nicht. Die Orks sammeln sich. Ihr müsst euch uns anschließen. Aber wir können doch nicht. Ihr könnt. Da kommen sie. Sehr schön. Ja, Kopf nach vorne, Ingrimsch. So. Wieso
jetzt steht der Penner da vorne. Okay. Ja, ja. Was ist? Sofort. Zack. Was denn? Ja? So gut wie erledigt. Ja. Auf den Weg. Perfekt. So. Und jetzt? Schon fast da. Schluss damit. Bin unterwegs. Ich hab kaum gewehrt. Ja? Für Wrackers ist. So, den. Was denn? Zwei sind schon mal weg. So, das läuft doch. Das läuft. Jetzt läuft es. Ja? Okay. Zwei hier. Oh, das ist Pech für dich. Ah. Das hätte ich schon gedacht, aber schön, dass es auch wirklich so klappt. Wenn die am Boden sind, kann man die quasi sofort killen. Das ist natürlich echt praktisch. Ja? Du bist der Nächste! Okay. Den hier. Den mit dem Schlag. So. Windil ist in seiner Raserei. Okay. Hier kommt dein Ende. Ja? Tunnel auf den. Schluss damit! Ja? Sehr gerne! Perfekt. Oh, ne. Erstmal ein Sprungangriff. Hier hin. Ist. Zack. Perfekt. Für Wrackers. Ja? Oh, das ist echt für dich. Wie sieht das Ganze denn aus? Schluss damit! Oh, hier, wo ist der? Ja, komm, da hinten kommen noch neue Schweinchen. Und zack, gleich die Raserei hinterher. Du hier. Auf den. Was denn? Was ist? Sehr gerne. Einer weniger. In Ordnung. Oh, das ist Pech für dich. Oh. Da haben wir aus Versehen einen mit erschlagen. Mit Schwund muss man rechnen. Ja? Okay. Sofort! Für Wrackers! Ja, perfekt. Sehr schön. Nochmal zwei erwischt. Einverstanden. Wo ist der Nächste? Auf den Weg. Ja, perfekt. Was laufen die auch da rein? Mann, oh. Das ist Pech für dich. Ich glaube, ich habe mehr Dorfbewohner getötet als die Orks. Sofort. Das sollte eigentlich nicht so sein. Einer weniger. Für Wrackers. Und weiter. Was denn? Ups. Und noch einer von den Dorfbewohnern tot. Scheiße. Abscheuliche Kreatur. Plan war das nicht. Egal, wir haben's. Das ist das Wichtigste.
Während Boindil noch die letzten Orks durch die Gassen des Dorfes jagt, helfen Boendal und du bereits bei der Suche nach Überlebenden. Verschiedene Dörfler, alle mit bleichen Gesichtern, in denen der Schock steht, kommen zu euch, um euch für die Rettung zu danken. Ein Mann mittleren Alters tritt nervös von einem Fuß auf den anderen und versucht, sich ein Lächeln abzuringen. Mein Vater, der Dorfälteste, er ist tot. Ich denke, ich muss wohl in seine Fußstapfen treten, also danke ich euch im Namen Kalkbachs. Er hat Gold zurückgelegt, als Mitgift für meine Schwester. Sie ist... Der Mann senkt den Kopf, holt einen Lederbeutel hervor und knetet ihn mit zitternden Händen. Wärt ihr doch nur früher gekommen. Noch bevor du etwas erwidern kannst, atmet der Mann tief ein und zwingt sich, euch anzusehen. Was sage ich? Wie undankbar. Dank euch sind viele von uns noch am Leben. Meine Tochter. Meine Tochter wird vielleicht eines Tages heiraten können, dank eures Mutes. Der Mann zögert kurz, dann streckt er euch den Lederbeutel entgegen. Klar, nehmen wir die Belohnung an. Mit einer kleinen Verbeugung nimmst du die Belohnung an. Ich danke euch. Wir werden unsere Toten begraben und wir werden das Dorf neu aufbauen. Das Leben geht weiter. Dank euch, edlen Herren. Oh, Level up. Sehr schön. Du fandest 8 Vorräte, 55 Gold. Das alles für die Mitgiften? Naja. Und dann Elixier der Stärke. Gab es nicht noch irgendwie eine Belohnung? Müssen wir jetzt wieder hier hin? Wir müssen sowieso nach da oben. Das sind die Orkhorden. Dann gehen wir so zurück. Dann. Oh ja, von hier kommen wir da lang. Das heißt hier, zack, zack, zack. Da hoch. Zum Brachstein, da will ich hin. Vielleicht treffen wir auch nochmal auf den Zwergenhändler. Das wäre ziemlich cool. Und dann geht's hier hoch nach Grünhain. Aber. Das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.